So, einen wunderschönen guten Morgen zusammen. Ich bin gerade auf meinem Balkönli und ihr seht da vielleicht. Wir haben da richtig coole Pflänzchen aufgehängt, also aufgehängt. Und es nimmt wirklich langsam Formen an. Heute ist Sonntag und darum habe ich jetzt gedacht, erzähle ich euch mal ein bisschen von meinen Erfahrungen, die ich gemacht habe. Da mit der Wohnungseinrichtung, wie das so zu und her geht. Es ist nämlich nicht ganz so einfach wie bei uns, habe ich irgendwie das Gefühl. Es hat kein IKEA da in Kolumbien. Sie wollen jetzt, glaube ich, einen eröffnen in Bogotá, aber der ist noch nicht rum. Und sie haben ein Homecenter, wo man Sachen kann kaufen kann, aber es ist nicht so, im IKEA zum Beispiel hat sie überall die, zum Beispiel das Wohnzimmer fix fertig eingerichtet und man kann einfach das und das und das auswählen und so, oder eigentlich das ganze Wohnzimmer oder das ganze Schlafzimmer gerade miteinander kaufen. Da gibt es das nicht, es gibt es in kleinerer Form, kleinere Läden, die sind aber teurer. Und im Homecenter haben sie einfach Möbel aneinander einfach irgendwo reingestellt. Da kann man alles kaufen, von Besteck, Haushaltsgerät bis hin zum Möbel. Aber Betten haben sie zum Beispiel auch nur irgendwie Eis oder so. Es ist alles so ein bisschen komplizierter. Und ich musste dann jetzt halt einfach mal schauen, wo ich überhaupt die Möbel zusammenbekomme. Ich bin dann nachher auch im Homecenter bin ich viel schauen. Ich bin dann aber auch zu Sachen, zu Läden, die eigentlich die Möbel selber herstellen. Und so ein bisschen Deko-Zeug, dann bin ich immer wieder so wie irgendetwas gestossen habe. In den Läden, in den Restaurant, habe ich zum Beispiel die hier oben, haben wir das letzte Mal in einem Restaurant nachgefragt, wo sie das gekauft haben. Und dann sind wir es einfach dort nachkaufen. Also wir sind die, ich bin viel rumgekommen jetzt auch in der Stadt, ich habe viele Sachen kennengelernt, das ist das Gute. Und von dem her, von der Einrichtung her, ist das jetzt eigentlich okay gewesen. Und ich habe halt einfach den Anspruch für mein Airbnb selber, dass es möglichst perfekt wird. Und darum in meiner WG, wo ich vorne zusammen war mit dem Kilian, mit dem Sandro, wo ich mit dem Kili das Sammy eingerichtet habe, dann sind wir einfach irgendwo hingegangen, haben da etwas gekauft und so, ja, das ist orange, das ist geil, ja, das spielt keine Rolle und das, da haben wir noch einen grünen Teppich und so, das ist schon gut, das passt und so. Und da habe ich halt schon ein bisschen, es muss halt schon ein bisschen auch ein bisschen ästhetisch sein, es muss ein bisschen schön sein, weil dann auf den Fotos muss es halt auch gut aussehen. Darum hat es das auch ein bisschen länger gebraucht, als ich gedacht habe. Und ja, zum Beispiel das Internet ist auch so eine Sache, um das Internet zu installieren. Für die Wohnung habe ich zum Beispiel meinen Pass gebraucht, um das zu mieten. Und habe das Depot müssen zahlen. Und also eine Kaution. Aber für das Internet installieren, das ist eine verdammte Bütze. Ich sage euch, ich bin etwa 5-mal in den Laden gegangen. Ich denke, ich kann alles organisieren, Internet und Fernsehen. Weil ich kann das selber nicht machen. Ich musste einen Kollegen mitnehmen, der so einen Cédula Extranjero hat, also so einen Ausweis, eigentlich ein Visum. Weil nur mit dem kann man das kaufen. Ich kann das nicht ohne Visum kaufen. Und danach hat sie gesagt, ja, ist gut und so, registriert, bla 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 und so. Und nachher ist einfach niemand gekommen, um das zu installieren. Dann habe ich wieder gewartet, bin wieder zurückgegangen. Dann bin ich immer 2 Stunden in dem Laden drin gewesen, dann haben sie gesagt, oh, sorry, wir haben dich gar nicht registriert letztes Mal. Es ist irgendetwas nicht gut gelaufen. Gut, also, nochmal probiert es, eben 2 Stunden lang. Danach haben sie gesagt, oh, sorry, ja, wir können euch gar nicht registrieren. Ihr müsst an einen anderen Ort. Gut, also, sind wir wieder an einen anderen Ort gegangen, einen anderen Tag. Weil ich habe immer wieder meinen Kollegen müssen fragen, dass er mitkommt. Und danach sind wir wieder dort gewesen. Die haben dann nachher gesagt, ja sorry, es geht gar nicht und in eurem Area, wo ihr seid, könnt ihr nur 75 MB Internet installieren und nicht 20 und so. Also es ist alles so ein bisschen, immer wieder so ein bisschen, du bist gefragt und sie haben etwas gesagt und du bist wieder reingegangen, hast das gemacht, was sie gesagt haben, dass, oh nein, jetzt geht das nicht und das, es ist brutal mühsam gewesen. Und schlussendlich habe ich jetzt da den Typ, den Camilo, der mir die Wohnung eigentlich organisiert hat, von der Agency, von der Immobilienfirma, der hat mir jetzt dann nachher das können machen, weil der ist Kolumbianer, für den ist es einfacher, der hat einfach können anrufen und der tut jetzt eigentlich für mich das Internet und das Television tut den zahlen und ich zahle ihm halt einfach monatlich dann nachher Kosten. Und die sollten jetzt heute am Sonntag installieren, aber eben, wie gesagt, wir sind in Kolumbien, das kann immer ein bisschen Verzögerungen geben. Wie zum Beispiel auch mit dem Sofa. Sofa habe ich bestellt gehabt, da hat es eigentlich geheißen auf letzten Samstag, Entschuldigung, hat es nachher geheißen, sorry, es geht nicht, es kommt am Mittwoch.
Mittwoch ist er natürlich auch nicht gekommen, oder? Und jetzt hat es geheißen am Samstag, also gestern. Gestern habe ich den ganzen Tag ein bisschen da gewartet, gehofft, dass es kommt. Ist natürlich dann wieder nicht gekommen. Und jetzt kommt es am Montag. Und darum, ich habe letztens gesagt, ich glaube erst, wenn das Sofa wirklich in meiner Wohnung drin steht, weil die, ja, es gibt immer irgendwie Verzögerung und das ist alles so ein bisschen... Es ist alles ein bisschen schwieriger da, um das Ganze einzuplanen. Es ist... man denkt, weil ich habe ja relativ viel der Zeit, ich muss ja nicht arbeiten und habe eigentlich den ganzen Tag Zeit, um das Zeug zu posten und das Zeug zu organisieren. Aber es geht dann halt gleich ein bisschen länger, weil da sind die Leute halt, sag ich jetzt mal, nicht so zuverlässig. Sagen wir es mal so. Nicht alle, es gibt immer Ausnahmen und alles, aber in der Regel kann man sagen, dass es da halt einfach ein bisschen schwieriger ist, weil die Leute halt ihre Termine nicht einhalten. Und es ist halt einfach so ein bisschen, ja, kommt es heute nicht, kommt es halt morgen und so. Aber wie gesagt, ich habe es letztens schon gesagt, es ist auch ein schöner Punkt, aber es ist halt manchmal, wenn man so etwas, wenn eine Wohnung einrichten will, auch ein bisschen mühsam. Aber ich bin grundsätzlich gleich zufrieden, wie es jetzt vorwärts gelaufen ist. Wir sind jetzt in der Endphase. Und ich hoffe, dass ich es jetzt gleich vermieten kann. Weil es ist natürlich, ich habe jetzt schon die zweite Monatsmiete, also die erste Monatsmiete, ich musste zahlen. Ohne dass ich Einnahmen habe. Und das sind jetzt halt alles Ausgaben. Umso länger dass es jetzt halt geht, umso mehr Ausgaben habe ich, ohne dass ich irgendwie etwas einnehmen kann. Von dem her, aber ich bin eben, wie gesagt, zufrieden, wie es läuft. Und in den nächsten Tagen sollte ich das gleich online stellen. Und die Wohnung sollte jetzt gleich etwa mal ready sein. Und ich behalte euch auf dem Laufenden, wie es weitergeht. So, hallo zusammen, es ist Montag. Es ist der Tag, wo das Sofa kam, wo ich meine Vorhänge holen. Und wo ich ein Bild habe ich auch noch aufziehen lassen, auf so einen so eine schönen Rahmen. Das hätte jetzt alles können holen, oder respektive wäre heute gekommen. Die Wahrheit sieht ein bisschen anders aus. Also das Sofa ist noch nicht da. Die Vorhänge habe ich vorhin wollen holen. Ich habe gesagt, nein, heute leider nicht, erst morgen. Das gleiche bei diesem Typ, der das Bild aufzieht auf den Rahmen. Der hat auch eigentlich gesagt, heute Abend. Ist jetzt aber gleich nicht geworden, darum auch morgen. Und so dauert es dann halt da einfach immer ein bisschen länger, nicht wahr? Aber das ist ja nicht so ein Problem. Also, Sofa hätte ich schon gern langsam. Aber das ist jetzt nicht so tragisch. Das Sofa sollte aber heute noch kommen. Es ist jetzt zwar etwa 20 vor 6. Und ich weiss nicht, ob die jetzt das wirklich noch hinbringen. Aber lassen wir uns mal überraschen. Internet habe ich übrigens, die sind am Sonntag sind die tatsächlich gekommen, das Zeug installiert. Das dritte sind sie da reingekommen und haben das schnell gemacht und es läuft alles reibungslos. Also, das hat jetzt plötzlich überraschenderweise sehr gut funktioniert. Ich kann es immer noch nicht recht glauben. Und das ist so ein kleiner Zwischenbericht. Weitere Videos folgen. So, schönen guten Abend. Wunder passieren, es ist Tatsache, Sofa ist da. Schaut mal. Ich habe so den Plausch. Und mit dem Bild an der Wand von Comuna Tressa, wo ich bei einem lokalen Künstler kaufen wollte. Ich sehe einfach affenpfeifen geil aus. Was denkt ihr? Jetzt habe ich aber wirklich lange müssen warten auf das. Sie haben es wieder mal verschoben gestern. Und dann hat es heute Mittag gekommen. Es ist irgendwie um 4:30 am Abend gekommen. Ich den ganzen Tag müssen da warten. Aber es hat sich gelohnt. Wie ich finde, was meint ihr? Es hat sich brutal gelohnt. Wo bist du? Da bin ich. Ah ja, es hat sich gelohnt. Auf das stossen wir jetzt global. Ja, und das hier wäre gut. Schon wieder etwas zu machen. So, schönen guten Abend, wie ihr hier vielleicht seht, nähern wir uns am Ende. Es ist noch ein bisschen Deko-Arbeit jetzt hier vor uns. Und die Ladies haben hier etwas wahnsinnig Geiles hinzaubern. Ich bin richtig froh, habe ich die bei mir. Also nicht nur, wenn ich sagen dem, gell? Aber das ist richtig cool. Und nachher fehlt eigentlich nur noch ein Sofamöbel. Und nein, nicht Sofamöbel. Das Fernsehmöbel. Und danach ist etwa fertig. Da hängen jetzt auch noch ein paar Bilder im Gang. Die Leo ist jetzt am Kochen. Ich will den Salat probieren, gekocht ist. Sehr gut. Und da, eben, das ist jetzt Wohnbereich. Und da fehlt jetzt eben noch das Fernsehmöbel. Und nachher bin ich dort fertig. Und vielleicht noch so zwei, drei Pflänzchen und so kleine Beschreibungen von den Bildern und so, die ich machen muss. Und danach bin ich dann ready, um das Ganze zu vermieten. Morgen hauen wir es aber auf Kardin. Machen wir noch einen kleinen Ausflug zusammen, weil
Die Leute hier gehen jetzt leider wieder. Gell, Leo? Schade. Schade. Wirklich schade, wir haben die schöne Wohnung und natürlich vor allem dir vermissen. Ich hoffe, wir sehen dich unterwegs wieder mal. Vielleicht kommst du auch in den Süden runter. Wer weiß? Jetzt gehen wir so zusammen machen, in die Natur runter. Genau, genau. Die zwei Kollegen gehen einfach auf Argentinien. Und Salome geht dann schon gleich mal wieder zurück in die Schweiz. Und ja, dann wird das wieder eine ganz andere Situation sein, da ohne die Leute um mich herum. Aber ja, so ist es halt eben, das Reiseleben. Aber es war jetzt richtig eine coole Zeit gewesen und ich bin richtig gut vorwärts gekommen. Und ich habe eine super Hilfe gehabt von diesen drinnen. Und von dem her ist das alles super perfekt gelaufen. So, das war es jetzt also von dem Video. Danke fürs Einschalten. Wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Like nicht vergessen, abonnieren nicht vergessen und vor allem das nächste Mal wieder dabei sein. Bis dann. Ciao, ciao.